Willkommen zurück hier bei Sunhaven und wir haben eine kleine Überraschung für euch. Also ich habe eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Genau, und diese Überraschung ist in der Stadt. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Ich hoffe, das ist jetzt freigeschaltet. Ich habe nämlich was gefunden im Code des Spiels. Ich habe mal ein bisschen geschaut und mich da durchgegraben und durchgebuddelt und habe gesehen, da gibt es so ein paar Unlock-Flags, die meiner Meinung nach nie geunlockt werden. Es gibt nämlich ein Gebäude, was hier immer kaputt ist und guckt mal, dieses Gebäude ist auf einmal ganz. Das ist der Salon und ja, wer könnte da jetzt rein? Das ist, soweit ich weiß, ich bin der Erste, der da reingeht als Spieler, als, ich weiß es nicht, vielleicht hat es auch jemand anderes gemacht. Ich weiß es nicht, wir können aber reingehen. Wir können in den Salon gehen. Hi, ich bin Billy. Ich habe gerade im neuen Salon angefangen zu arbeiten. Du solltest vorbeikommen. Ich bin Potato. Es ist schön, dich kennenzulernen. Dich auch, Potato. Ich bin sicher, du bist beschäftigt. Also will ich dich nicht aufhalten. Man sieht sich. Aber man kann hier nichts machen. Manche Leute machen ihre Kunst auf Leinwand oder Stein. Aber meine Kunst tragen die Leute überall in der Stadt. Man sieht sich. Ja, hier kann man, glaube ich, noch nichts machen. Aber ihr könnt es schon mal sehen. Da ist doch schon mal ein schöner, exklusiver Einblick. Oh, oh, oh. Nicht, dass ich hier Ärger bekomme. Dass ich Sachen zeige, die man eigentlich noch gar nicht zeigen sollte. Oh, oh. Oh, oh. Das ist, glaube ich, auch ein neuer Charakter. Ne? Also Billy habe ich noch nie gehört von Billy. Oh, oh, oh. Spoiler für euch und für mich auch. Aber wir wollen doch jetzt mal sehen, was wir jetzt machen können, Mann. Ich glaube, ich muss auch nochmal meine Sheets anwenden aufs Spiel, damit ich früher schlafen kann und so Sachen. Ne? Aber das ist eigentlich nicht so notwendig. Wobei doch, wenn wir ein paar Möbel kaufen wollen, wäre es notwendig. Dann können wir nicht immer ein paar Möbel kaufen und so, weil viel mehr ist nicht mehr zu tun. Wir werden jetzt noch ein paar Möbelchen kaufen und das war's dann auch großartig mit dem Spiel hier. Wir gehen aber nochmal ganz kurz zu Kitty. Aber wir sind jetzt verheiratet, das heißt, wir wollen natürlich auch sehen, was für Dialoge da kommen, wenn wir verheiratet sind. Ob es da überhaupt noch weitere Dialoge gibt oder ob es das jetzt war mit Dialogen. Der Dialog-Sheet, den ich gemacht habe, der ist natürlich jetzt nicht mehr drin. Ah, Potato, du lässt mein Herz so stark schlagen. Man sieht sich, das war alles, okay. Och Mann, naja, was soll man machen? Wir haben es jetzt noch relativ früh, aber ich brauche auch kein Geld mehr, ich brauche keine Farm mehr, ich habe so viel Geld. Ich brauchte einfach nichts mehr. Wir haben 465.000. So, das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, sind ein paar Möbel kaufen und unser Haus dekorieren. Viel mehr ist jetzt nicht mehr zu tun. Alles andere haben wir soweit eigentlich erledigt in dem Spiel. Wir sind in der Mine soweit unten gewesen. Gut, wir könnten jetzt noch ein paar Schlüssel holen und so Kleinigkeiten halt erledigen. Aber all das ist ja irgendwie, ist es ja nicht wirklich wert, jetzt nochmal künstliches Einhorn-Wandtrophäe, okay? Nee. Brauner verzierter ovaler Teppich. Dann holen wir den nochmal eben. So. Wir haben halt wirklich, wir haben nichts mehr zu tun, wenn ich ehrlich bin. Das ist vielleicht auch der letzte Part hier, das weiß ich noch nicht. Oder der vorletzte Part. Aber ich glaube, es ist vielleicht sogar der letzte Part, wenn ich gerade so ehrlich bin. Und ehrlich nachdenke darüber. Wir waren auch noch nie hier im Café. Die kenne ich auch nicht, die Heather. Oh, hallo, willkommen. Mein Name ist Heather. Was verkaufst du? Eierkuchen, Heidelbeersalat, gebratener Reis, BLT. Die verkauft ja alles mögliche Essen. Sogar Schimmerwurzelbonbon. Aha. Aha. Interessant. Na gut. Interessant. Hier können wir alles Mögliche essen. Ich habe mir mal ein paar Frühlingsrollen geholt. Oh, sogar ein paar Diamantqualität. Alter Schwede. Was macht der denn da? Ach, der tippt. Soll das eine Schreibmaschine sein? Ich weiß es nicht. Hi, ich bin Jade. Du bist der neue Farmer hier. Das ist richtig, ich bin Potato. Potato, ja, ich mag den Namen. Schön, dich kennenzulernen. Man sieht sich. Okay, im Café waren wir halt auch noch nie. Wir haben echt einige Gebäude nicht erkundet. Muss man leider auch mal negativ anmerken, dass wir da einfach so durchgelaufen sind durch das Spiel. Und einfach unser eigenes Ding gemacht haben. Aber, ja. So ist es halt. Im Kleiderladen waren wir auch noch nie so. Waren wir schon mal im Kleiderladen? Ich glaube, wir waren schon mal im Kleiderladen. Wir haben nur kurz reingeguckt. Das ist ja auch wieder ein Emmet. Ich bin fast schuldenfrei, weißt du?
Ja, hier gibt es halt Kleidung. Ja, Kleidung kann man schon mal machen. Nee, muss man aber nicht. So, mal kurz gucken. Gibt es sonst noch irgendwas, wo wir noch nicht waren? Oh, warte mal, habe ich das jetzt hier geöffnet? Nee, ne? Okay, schade. Ich nehme an, hier wird ein Monster einziehen und jemand aus dem Elfendorf und auch jemand anderes. Hier werden bestimmt noch irgendwelche neuen Charaktere später einziehen. Was uns aber zu dem eigentlichen Punkt bringt, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Ich muss zum Elfendorf, denn ich habe nämlich was falsch übersetzt. Das wurde mir von der Ori, jetzt habe ich den Namen vergessen, von der Amy, glaube ich, von der Amy mitgeteilt, dass ich da was falsch übersetzt habe. Und das ist jetzt hier immer noch falsch übersetzt, glaube ich. Obwohl ich den neuesten Patch draufgespielt habe von mir, habe ich es wohl vergessen, da nochmal zu ändern in der neuesten Sprachdatei. Das war ein bisschen blöd, zugegeben. Aber ich kann jetzt mal ganz kurz erklären, was der Fehler ist. Das kann ich da mal zeigen. Dann können wir auch mal ein paar coolere Sachen holen und dann haben wir wirklich bald alles durch, würde ich behaupten. Da ist wirklich nicht mehr viel, was uns noch fehlt. Wir müssen jetzt mal ein bisschen drauf achten, dass wir jetzt nicht so sehr uns hier zu sehr mit dem Speed Dash fortbewegen, sondern dass wir da einfach mal mit dem Skateboard hinfahren. Weil da kommt aber auch was auf uns zu. Also wir müssen unsere Mana für etwas benutzen. So viel kann ich verraten. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, da bin ich mir sicher, dass wir das hinbekommen. Auf zum Elfendorf. Da gibt es übrigens nichts mehr freizuschalten im Spiel, was irgendwie noch versteckt ist, was unzugänglich ist. Aber ja, wir haben den Salon auf jeden Fall freigeschaltet und da bin ich, glaube ich, schon mal der Erste auf YouTube zumindest, der das gemacht hat. Nicht der erste Mensch auf der Welt vielleicht, aber ich bin der Erste auf YouTube. Haha. Und der es euch zeigt. Und ja, ich dachte mal so, zum Abschlusspart mache ich noch mal was Besonderes. Und das ist auch kein Abschluss für immer. Das ist kein Abschied für immer, liebe Freunde. Das hier ist ein Abschied auf Zeit, nämlich bis das nächste Update kommt, was vermutlich schon nächste Woche oder so kommen wird. Es werden jetzt ab und zu Sachen gepostet und sowas auf dem Twitter und so mit Updates und so und auf dem Discord auch und so. Also es sieht fast so aus, als würde jetzt bald ein Update kommen. Wie viel Inhalt dieses Update haben wird, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass die Minen ein neues Design bekommen, aber das interessiert uns ja tatsächlich sehr wenig. Wir können uns das einmal kurz angucken im Part und dann haben wir das durch. Ich glaube, dass die Minen kurz angucken und schauen, wie das jetzt aussieht. Aber genau, wir haben hier auch noch Möbel und sowas und der Weg ist natürlich sehr lang immer hierhin. Aber diese Dinger hier, da kann man wohl nicht Mana aufladen, das ist das Falsche. Sondern ich hole 100 von diesen Kugeln für 10 von diesen Kugeln für 100 Mana so rum. Oder ich kann halt eben meine gesamte Mana ausgeben, um 28 von den Kugeln zu bekommen. Da. So, jetzt ist meine ganze Mana weg. Das habe ich einfach falsch verstanden. Aber wir haben hier ein bisschen was zu essen hier dabei. Und wenn wir das essen, dann steigt unsere Mana auch wieder. Also so kann man tatsächlich diese Währung auch noch verdienen. Und zwar deutlich einfacher, meiner Meinung nach, als mit Bäume hacken. So, jetzt haben wir schon wieder 27, jetzt haben wir 104. Dauert trotzdem alles sehr lange, muss man leider ehrlich sagen. Oh, ein unerwartetes Gesicht in Nelvari zu finden. Du hast es also geschafft, unser Rätsel zu lösen. Ja, das ist richtig. Mein Name ist Potato aus Sunhaven. Ha, Sunhaven. Ja, natürlich. Ich bin Vaan und es ist mir eine wahre Freude, dich kennenzulernen. Man sieht sich, aber die kann man auch ein Geschenk geben. Die kann man also auch daten, scheinbar. Hätte ich mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser umgeguckt, aber jetzt haben wir schon. Jetzt ist es schon zu spät. Wir sind jetzt mit Kitty verheiratet und das bleibt jetzt auch so. Da wird nichts dran rütteln. Aber vielleicht spielen wir es ja auch mal nochmal, das Spiel. Und vielleicht machen wir das dann ja, dass wir einen anderen Charakter nehmen. Möglich ist das. Ich möchte es jetzt nicht versprechen. Ne? Also ich muss sagen, 3 Let's Plays auf einmal zu betreiben, war schon echt, das war schon echt krass, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist, 3 Let's Plays auf einmal zu betreiben. Und dann auch Streams, 6-7 Stunden Planet Zoo Streams ab und zu machen. Das also alles zusammen ist schon hart. Wenn ich jetzt natürlich nur diese Spiele wieder streamen würde und dann wieder keine Zuschauer hätte auf Twitch und allem, dann wäre das alles nicht so hart, aber so wie es halt jetzt ist, dass ich 3 Let's Plays aufnehme und eigentlich noch ein 4. weil Twilight Princess kommt ja auch noch und dann noch 6-7 Stunden streame teilweise, alle 2 Tage zum Beispiel. Das ist schon ganz schön hart, das geht hart auf die Zeit und ich bin froh, wenn die Projekte hier mal ein bisschen abbauen und ich mal wieder ein bisschen die Zeit habe für Spiele, auf die ihr euch auch freut. Nämlich, ich nehme an, viele Leute, die mich auf YouTube abonnieren, wollen Zelda sehen. Die wollen natürlich auch Sunhaven sehen, aber die sind auch froh, wenn die endlich Zelda sehen können. Und das möchte ich den Leuten auch geben. Und genau, ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit hier mit dem Rumfahren und allem, einfach mit euch ein bisschen zu quatschen über all das, was noch so kommen wird. Twilight Princess kommt natürlich als nächstes, dann kommt irgendwann
Ich weiß nicht, ob wir Ocarina of Time dann als nächstes machen. Das ist halt schwierig zu sagen. Eigentlich müsste es ja machen, weil die Abstimmung, wobei ich kann auch sagen, der letzte Titel, den spielen wir erstmal nicht. Das ist ja alles mir überlassen im Endeffekt. Am Ende des Tages ist das hier alles mein Kanal. Von daher, also ich habe schon Bock auf Ocarina of Time, aber ich habe auch ein anderes Problem. Ich weiß nicht, wann Breath of the Wild 2 rauskommt. Und ich weiß nicht, ich schätze Nintendo so ein, als würden die Ocarina of Time nochmal auf die Switch bringen. Nicht unbedingt, ach, was mache ich denn da? Twilight Princess, oder zumindest nicht in 60 FPS. Ich nehme an, Ocarina of Time könnte durchaus sein, dass wir das Glück haben könnten für einen 60 FPS Remaster, aber ich möchte dann die Hoffnung nicht so hoch treiben oder so. Ich möchte euch auch keine Hoffnung machen, dass das passieren wird. Ich habe da keinerlei Insider-Informationen oder sonstiges. Ich kenne nur ein paar Leaker und sowas und die haben auch nichts über 60 FPS gesagt. Ich kann es mir nur vorstellen, dass sie da vielleicht mal endlich eine ordentliche Version von Ocarina of Time auf den Markt bringen, die heutzutage noch gut anzusehen und zu genießen ist. Weil ich finde, mit 30 FPS ist halt immer schwierig. Ich weiß, ich habe früher Zelda auch immer mit 30 FPS gespielt und hatte nie Probleme damit, aber heute bin ich halt einfach was anderes gewöhnt. Ne? Ich bin halt einfach mittlerweile 60 FPS gewöhnt. Mindestens. Eigentlich sogar 144, je nachdem, was für ein Spiel es ist. Aber ja. Aber 60 ist schon okay, 60 kann man machen. Ich gehe natürlich jetzt zu meiner Ehefrau schlafen. Was anderes hört sich nicht. So. Ah, Potato lässt mein Herz so stark schlagen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zusammen gemeinsam ins Bett. Ich glaube, Kitty stellt sich nur neben das Bett, ne? Die schläft nicht wirklich. Möchtest du schlafen? Ja. Möchten wir. Du schläfst die ganze Nacht durch. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz nach Möbeln. Aber ich glaube wirklich, möbeltechnisch, wir haben hier auch schon ein relativ schön ausgestattetes Haus. Es ist ein bisschen chaotisch, das muss man zugeben, aber ich finde so an sich ist es schon mal nicht schlecht. Wir können natürlich nochmal in Rivergate gucken, ob wir da irgendwelche tollen Möbel finden und dann gibt es noch einmal den Song für euch. Ich habe gehört, die Leute mögen das, wenn ich das mache. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich dachte eher, dass das die Leute nerven würde. Aber alle, die ich da bisher gefragt habe, meinten eigentlich, dass sie das mögen, wenn ich das mache. Ja, siehst du mal, so ist das manchmal. Manchmal denkt man selbst, man nervt total, aber am Ende des Tages gibt es da draußen tatsächlich ein paar verrückte Menschen, denen das gefällt. Und das ist auch der richtige Grad an verrückt, den ich mag. Ihr müsst verrückt sein, um hier so zu gucken. Wer nicht verrückt ist, kann hier auch nicht wirklich zugucken. Ja, wir fahren jetzt direkt nach Rivergate, weil es halt noch früh ist und jetzt noch 2 Stunden, eine Stunde müssten wir jetzt noch warten. Oder 8 Uhr morgens macht das, glaube ich, auf der Laden. Aber naja. Was jetzt übrigens auch funktioniert, ist die Überfahrt. Die funktioniert jetzt auch, wenn ihr an die Cutscene kommt. Ihr müsst natürlich die neueste Version von Translator Patch runterladen. Und natürlich, was dann kommt, ist, wenn ein Update kommt, dann gibt mir 2-3 Tage Zeit, bis auf YouTube ein Video da ist. Weil ich muss erstmal wieder alles übersetzen, was neu dazu kommt. Da muss ich erstmal wieder alles extrahieren und so. Und das wird ein bisschen dauern, verdammt. Und das ist Arbeit, oh ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und hier ist ein fetter Fernseher, ready or not, here I come. Ich kaufe den Fernseher, glaube ich, trotzdem ein, wobei er blöd aussieht mit diesem Testbild, aber ist kein Problem. Ich hab einen Fernseher, oh Mann, oh ja, das ist wunderbar und toll. Und eigentlich müssten wir auch hier in unser Apartmenthaus mal reingehen und auch da drin mal schön gestalten. Aber das machen wir nicht mehr in diesem Playthrough hier, sondern erst, wenn der nächste Patch da ist. So, wenn der nächste Patch da ist, dann werden wir auch unsere Hütte hier oben mal ein bisschen schöner machen. Oh, hi. Du schon wieder. Was bist du gelangweilt von Sunhaven? Oh, du willst tatsächlich reden. Das kann ja heiter werden. Das haben wir ja alle schon gehabt, aber so, das Ding ist, wir müssen eigentlich mit allen Charakteren noch quatschen, aber ich glaube, das hebe ich auf fürs nächste Mal. Ich glaube wirklich, das hebe ich auf für, wenn wir dann ein Update haben, dass wir nochmal alle Charaktere ein bisschen kennenlernen. Man muss halt dazu sagen, vielleicht ist das hier nicht das beste Let's Play aller Zeiten und das unbuggigste Let's Play aller Zeiten. Aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel, dass ich den Translator-Mod geschrieben habe, der tatsächlich ein paar Bugs ins Spiel einführt, weil es halt nicht ganz so einfach ist, sowas zu schreiben, damit wirklich alles übersetzt ist.
Und es ist nicht mal alles übersetzt. Es fehlen immer noch Sachen, die ich auch noch übersetzen muss. Und das werde ich auch mal gucken, dass ich das beim nächsten Patch, also beim nächsten Patch, der vom Spiel kommt, dann auch nochmal gucke mit dem Yes und No und sowas, dass ich da auch nochmal schaue, dass das alles übersetzt wird. Und genau. Und deswegen vielleicht gab es so den einen oder anderen Bug, zum Beispiel, dass die Leute immer das Gleiche gelabert haben, weswegen ich nie mit denen gesprochen habe, großartig. Und das Ding ist halt, ready or not, here I come. Da, 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 da. Genau, und das Ding ist... deswegen haben wir natürlich mit den Leuten gesprochen, weil es für uns langweilig vorkam. Oder mir kam es halt langweilig vor. Für uns, sage ich immer, weil ihr und ich, ne? Uns. Ich nehme an, für euch wäre es auch langweilig, wenn ihr immer den gleichen Text da lest. Dann würdet ihr auch sagen, ja, brauchst du nicht mit denen sprechen. Ich habe mich ja sogar teilweise beschwert und gesagt, ja, vielleicht ist das Early Access und sowas. Aber ich wünsche mir immer, wird ein bisschen besser kennenlernen. Ist alles drin. Und ich weiß ja auch, dass es verdammt viele Dialogzeilen gab. Deswegen war ich so verwirrt. Wo sind denn diese ganzen Dialogzeilen? Ich weiß es ja mittlerweile, weil es einen Bug gab. So, und das ist natürlich schade, das ist traurig, dass das jetzt so gelaufen ist in dem Let's Play. Das ist halt nicht optimal und manchmal passieren so Dinge halt, ne? Man hat ein Let's Play-Projekt oder man hat ein Mod-Projekt oder sonst irgendwie was. Man spielt das Spiel und merkt gar nicht, dass man voll viel verpasst, weil man mit seinem Mod irgendwas kaputt gemacht hat. Oder man merkt halt erst viel zu spät, dass man etwas total blöd gemacht hat und man ärgert sich dann halt natürlich richtig übel darüber. Ich zumindest habe mich richtig über darüber geärgert. Das gleiche mit den Fotos bei Wind Waker, habe ich mich auch so mega darüber geärgert, dass ich das nicht direkt richtig gemacht habe mit den Fotos. Dass ich da nicht dran gedacht habe. Oh, ein Foto, das können wir auch noch nehmen. Was für eine Tapete ist das da? Lila Goldbogentapete. Nee, nehmen wir nicht mit. Ich glaube, ich mache den Part sogar ein bisschen kürzer, weil ich habe jetzt einiges erzählt. Also ich werde natürlich noch ein bisschen was erzählen jetzt und dann würde ich den Part einfach zu Ende gehen lassen über die Erzählung. Aber ich hoffe, euch hat das Let's Play auf jeden Fall bisher gefallen. Wie gesagt, es ist kein Ende für immer, wenn das Spiel geupdatet wird. Ich sehe das ja dann. Gibt es von mir ein Update für die Mod und dann gibt es auch wieder ein Let's Play weiter. Also wir versuchen weiterzumachen. Ich habe aber gehört, manche Leute hatten schon beim vorletzten Patch oder so Probleme, dass ihr Safe Game nicht mehr ging. Also es kann sein, dass wir neu anfangen müssen. Würden wir neu anfangen müssen, wäre ich sogar bereit, für euch da draußen, liebe Freunde, das alles einfach noch mal ein bisschen zu spielen, ohne euch, sodass wir jetzt nicht dann da sitzen, ich weiß nicht, wo ich den Fernseher hinpacken soll, wenn ich ehrlich bin, da man die Möbel nicht drehen kann, ist das echt ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich da einfach einen Fernseher in der Ecke stehen, ist ein bisschen komisch, aber es liegt halt daran, dass man keine Möbel drehen kann, deswegen, ihr seht das auch vielleicht die ganze Zeit im Haus, Möbel sind immer oben an die Wand gestellt, warum wohl? Ja, weil ich die Möbel halt nur so hinstellen kann. Ich kann die Möbel halt nicht drehen, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Ist das nicht so ein Bild, was man auf den Tisch stellen kann? Nee, das ist ein Bild, was man hier anhängt. Okay. Na gut. Wir haben noch eine Holzbank, die wir noch platzieren müssen. Wir haben noch hier. Und wir hätten eigentlich auch noch einen Kuchen für einen Tisch, auf dem man essen kann. Aber ich konnte den Kuchen auch draußen hinstellen. Weil ich glaube, wir haben hier keinen Tisch, wo man... Doch hier. Das ist die Kaffeekanne, aber... das wird schwierig, da noch irgendwie was... Und dann tue ich die Kaffeekanne weg, weil ich will lieber einen Kuchen da draufstehen haben. Ist viel cooler. Dann tue ich die Kaffeekanne hier einfach in die Ecke, sieht dann aus wie so ein kleiner Spot. Ich weiß es auch nicht. So, den Teppich haben wir auch schon unten einmal, dann packen wir den auch noch hier oben einmal ins Schlafzimmer. Nimmt auch nochmal viel Raum weg. Ja, ich weiß, es gibt bestimmt Leute da draußen, die viel geilere Häuser in Sunhaven gebaut haben. Aber wie gesagt, ich bin da auch sehr unzufrieden, was das mit den... Die Grafiken sind auch manchmal komisch. Guck mal, diese Stehlampe an. Die ist so viel kleiner als ich und überhaupt und die Verhältnisse so irgendwie sind komisch. Ah. Ich hoffe, ich kriege das später besser hin in meinem Spiel. Ah, sehen wir mal. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt in meinem eigenen Spiel alle Grafiken machen sollte, weil keiner helfen kann oder keiner gewillt ist zu helfen, habe ich auch noch einen anderen Vorteil. Dann sind alle Grafiken von mir. Das heißt, alles, was wir da haben, ist irgendwie dann kohärent zusammenhängt und sollte dann entsprechend... Ah ja, ich habe vergessen, die Bänke sind ja komisch. So. Die sind dann zusammenhängend und so. Es gab hier übrigens auch so ein Unlock Saloon, aber ich glaube, das Unlock Saloon war die Brücke hier unten. Warum auch immer das Ding Unlock Saloon heißt, also die ID von dieser Brücke hier, das habe ich nicht verstanden. Weil hier kann man ja sonst nichts unlocken. Also ich wüsste jetzt nicht, was sich hier verändert hat. Also um die Sache, die ich jetzt gecheatet habe, zu erklären. Es gibt auch den Fleck Unlock Saloon Building und den habe ich halt gesetzt und deswegen ist dieses Gebäude frei. Da gab es sogar Unlock Café. War das nicht sogar, dass es ein Unlock Café gab?
Ich guck gerade mal ganz kurz im Code. Tatsächlich. Das heißt, oh mein Gott, kann das sein, dass keiner bisher das Café gesehen hat? Kann das sein, dass das auch wieder exklusiv ist? Oder habe ich das Café, oder kann man das Café auch normal im Spiel andocken? Und ich hatte das eh schon andockt. Oder ist das standardmäßig immer andockt? Habt ihr ein Café im Spiel? Könnt ihr da reingehen in dieses Café? Oder ist das hier auch was Besonderes, dass ich hier reingehen kann? Weil das ist ja auch wieder ein neuer Charakter. Das ist ja Heather. Interessant. Aber diesem Café können wir uns jetzt eigentlich so langsam mal zur Ruhe betten und mal kurz darüber reden, dass das ein sehr schönes Spiel war bisher und ich sehr gespannt bin, was die Entwickler in den nächsten Patches und Updates so bringen werden. Und ich hoffe, dass ihr da mindestens genauso gespannt seid wie ich. Und ja, ich sehe gerade, es sind leider erst 20 Minuten, aber so ist es halt nun mal. Wir sitzen hier jetzt gerade bei einem heißen Tassen Kaffee und einem schönen leckeren Kuchen und einer Öllampe. Warum auch immer da eine Öllampe ist, sitzen wir hier und Kuchen sehe ich auch nicht, ich sehe nur höchstens ein paar Krümelchen, aber ich sehe eine heiße Tasse Kaffee. Schwarzer Kaffee, der muss schwarz sein, meine lieben Freunde. Und ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, bisher gefallen und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid, wenn es das nächste Update gibt und dass ihr auch fleißig Bugs reportet auf meinem Discord oder meinetwegen auch über andere Wege und Mittel und ihr werdet da schon irgendwie einen Weg finden, mich darüber zu informieren, wenn ihr irgendwelche Bugs findet in meinem Translator-Mod. Und irgendwann wird es das auch mit der Mod-API geben. Da bin ich froh drauf, dass das irgendwann kommen wird. Vor allem jetzt, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wieder mehr Zeit abends habe, wenn ich nicht jeden Abend mit Gedanken machen muss, dass ich 3 Let's Plays auf YouTube ja noch irgendwie managen muss und noch Livestreams managen muss und die Mod-API entwickeln muss und an mein eigenes Spiel denken muss. Ist ein bisschen viel neben 8 Stunden Arbeit am Tag. Ich bin da ganz froh, wenn wir da einfach noch ein bisschen mal wieder ein bisschen was ruhigere Zeit auf meinem Kanal und auch ruhigere Zeit in meinem Leben haben, dass ich mich ein bisschen darauf konzentrieren kann, dass wir auch für Sunhaven noch ein paar mehr Mods machen, als nur Translator-Mods, zum Beispiel eben der Mod, mit dem man früher schlafen gehen kann, als eigenen Mod zu machen oder eben die Möglichkeit, durch die Charaktere und die Geschichten der Charaktere schnell durchzukommen, ne, dass man diese Mod auch quasi als eigene Mod hat, damit man sich selbst aussuchen kann, wie man das Spiel noch ein bisschen verändert und justiert, damit es einem selbst besser gefällt. Oder vielleicht sogar ein Hardcore-Mod, wo ich die ganzen Gewinne und Erträge aus irgendwelchen Früchten und Feldfrüchten stark verringere, sodass es gerade so positive Bilanz gibt. Die Leute, die wirklich die Hardcore-Farming-Experience wollen. Oder noch so eine Steuer-Mod noch dazu, dass es Steuern gibt. Jede Woche musst du irgendwie 5000 Steuern zahlen. Für die richtigen Hardcore-Spieler. Oder auch andersrum, eine Mod, wo du einfach sagen kannst, Motherload eingeben kannst und du hast einfach 1 Million Gold. Oder eine Mod, auch noch eine Möglichkeit übrigens, wenn ihr den Laden kennt und sowas, ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel eine Mod machen, das ist glaube ich gar nicht so schwierig, ich müsste nur gucken, wie die ganzen IDs sind. Ihr kennt ja den Laden hier unten, ne? Und da gibt es ja immer diese Möbel, die man kaufen kann. Und diese Möbel, die man kaufen kann, ist ja immer so ein bisschen random, was am Tag kommt. Ich könnte die ganzen Möbel, alle Möbel, die es gibt, bei Amity einfach, könnt ihr die alle hier reinpacken, alle Möbel, die es gibt. Oder ich könnte zum Beispiel bei der eigenen Crafting Bench, auf dem eigenen Farm, machen das, wenn ihr wirklich noch höher levelt, weil es gibt, glaube ich, bis Level 8 schaltet das Sachen frei. Dass wenn ihr zum Beispiel Erkundung auf Level 12 habt, wie ich jetzt zum Beispiel, dass ihr dann anfangt, richtig viele Möbel herstellen zu können, wie das Doppelbett da oben und so Sachen oder Tischlampen und so Dinge und dass ich da neue Rezepte für baue und sowas. Das ist alles möglich über Mods, theoretisch. Und das ist alles aber erst möglich, wenn ich die Mod-API entwickelt habe, weil dann kann ich das wirklich mich darauf konzentrieren, Inhalte zu erstellen, statt immer nur im Gamecode zu gucken und zu gucken, wie ich mich da irgendwie reinhacken kann. Weil die Mod-API übernimmt das ganze Reinhacken ins Spiel und ich muss mich nur darauf konzentrieren, Content für das Spiel zu produzieren. Und da könnt ihr euch darauf freuen, wenn das dann einfach mal fertig ist. Deswegen ist es vielleicht auch gut für euch, wenn ich jetzt ein bisschen Freizeit habe, quasi, sozusagen Freizeit, an meinen Abenden. Gut, dass hier ist auch Freizeit, aber es ist halt irgendwo auch eine kleine Nebenbeschäftigung, wo ich nichts mit verdiene, aber es ist halt eine Beschäftigung. Und wenn ich weniger beschäftigt bin, so ist es vielleicht richtig ausgedrückt, dann ist es, kommt das auch euch zugute in der Zukunft, wenn dann Sunhaven weitergeht und ich dann vielleicht wiederkomme mit einer großen Palette an verschiedenen Mods, die wir auch alle haben werden hier im Spiel und die ich euch zeigen werde und die ihr dann selbst runterladen könnt und benutzen könnt. Das wäre doch mal was Schönes. Das gleiche mit Hokolive. Übrigens, Hokolive werde ich das gleiche im Anschluss aufnehmen. Ich glaube, das wird auch nicht mehr so lange gehen. Wir werden jetzt noch ein bisschen die Stadt verschönern und sowas, aber dann war es das erstmal für mich bei Hokolive. Ich hätte gerne Panda gehabt, aber das wird, glaube ich, erstmal nichts. Bei Hokolive. Genau, und das war es eigentlich mit Sunhaven erstmal. Ich habe nochmal 5 Minuten gequatscht. Ist auch mal schön. Habt ihr ein bisschen Einblick in das bekommen, was vielleicht hoffentlich in den nächsten 2-3 Wochen
vielleicht auf euch zukommt. Und genau, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sollte euch der Party gefallen haben und der Aufwand, den ich mir mit den Mods mache und so weiter und so fort, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und gerne auch ein Abonnement für meinen Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, wann der auch immer kommen sollte oder im anderen Let's Play, je nachdem, worauf ihr so Bock habt. Und haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Ciao.